Hallo und willkommen zurück zu Mafia. Wir sollen ja Schutzgelder pressen. Haben uns in der letzten Folge Knarre besorgt, die ich jetzt nicht ziehen kann. Okay. Und jetzt müssen wir ein Auto besorgen. Oder liegt eine Zeitung? Ein Jahr seit dem Crash. Weißt du, wie du in so einen reinkommst, Tommy? Mit dem Ellbogen. Reingreifen. Simpel. Und ich muss dann das Fenster wieder reparieren. Sieh zu. Und lerne. Du bist ein richtiger Magier, Ralphie. Mit V sperren wir Autos auf. Komm schon, Tommy, zeig mir, was du drauf hast. Okay, du bist drin. Geschafft. Die Karte springt nicht da. Na. Zuerst zu Al. Ihm gehört die Bäckerei in der Longman Street. Kennst du sie? Ja, kenn ich. Ist Al wieder im Verzug? Scheint so. Puh, schade. Ja, da vorne da. Hab keine Zeit, müssen wir Kohle eintreiben. Und elegant in die Kurve. Ich habe aufgehört, ich habe die ganze Musik ausschütten müssen, weil in der ersten Folge gleich eine Urheberrechtsverletzung vorgekommen ist und das Video quasi geblockt wurde. Ja. Jetzt habe ich alles an Musik ausschütten müssen. Aber es hilft halt nicht. Das ist halt so. Ich verstehe halt dann bloß nicht, wie Leute so auf Instagram oder TikTok, wenn eine Zappelvideos aufnehmen können mit der heute Musik. Genau zu, Tom. Da beschwert wenn sich keiner. Wenn alles glatt läuft, ist es ein also, Kinderspiel, aber wenn nicht, muss man manchmal improvisieren. Klar. Mach's mir einfach nach. Aber da bei Spielen, die öffentlich verkauft werden, mit der Musik ja schon drauf, also oder irgendjemand die Rechte schon dafür kauft, beziehungsweise die Künstler dafür entschädigt. Jetzt machen wir das nochmal mal. Sam, Polly, wie geht's? Gut, danke. Und klein Julia? Ah. Der ist bei Pleite. Nicht mehr so klein. Sie wird eine richtige Nervensäge wie ihre Großmutter. Gut zu hören, Al. Wirklich gut. Also, hast du hier irgendwelche Probleme? Machen Penner Ärger? Nein, nein, nichts in der Art. Gut, hast du also das Geld? Ich hab's im Hinterzimmer. Ich werde... Tommy Holz, du bleibst, wo ich dich sehe. Ich hatte einen schwachen Monatshin. Hab mir Sorgen gemacht, ich hätte nicht genug. Al, ich weiß, du würdest uns nie hinhalten, aber mach dir ruhig Sorgen. Wo ist das Geld? Infami, fiduci, voi ci succhiate il sangue. Ja, genau. Tisch, brauner Umschlag. Na. Ja, damit. Via di qui. Lasciateci in pace. Ja, tu mia. Ja, da haben wir wieder ausgewischt. Wir sehen uns nächsten Monat, Al. Gib Bescheid, wenn du was brauchst. Egal was. Mach ich, Sam. Mach ich. Bestimmt. Und grüß deine Mutter von mir. Ja? Die steht hinten, ist gar nicht so begeistert, dass wir da sind. Ich glaube nicht, dass wir da nur mehr kommen zum Schutzgerät rein, der ist eine Pleite. Nächstes Mal geht das wahrscheinlich der Bank da. Das Geschäft. Sam. Okay, als nächstes fahren wir zu Eugene, Porzellanladen auf der Talo. Ist er noch nicht tot? Fast. Hab gehört, sein Neffe hat übernommen. Dein Neffe? Der weiß noch nicht, wie das läuft bei uns, ja? Der Typ, dem der nächste Laden gehört hat, Tom, der heißt nicht Eugene. Das ist ein Chinese.
Aber er klingt wie Eugene, also haben wir ihn so genannt. Pauli hat seinen Schädel auf die Theke geknallt. 1927, glaube ich. Ja, war zum Schreien. Danach gab's nie wieder Probleme. Wenn du genau hinsiehst, siehst du noch das Blut. Der arme Kerl hat es nicht weggekriegt. Mhm. Wir kassieren bei einigen von ihnen ab, um die Banden von Chinatown zu erinnern, dass uns die Stadt gehört. Aber Eugenes Neffen kennen wir nicht. Vielleicht müssen wir ihn überzeugen. Ja, muss mal ein bisschen Überzeuger rausholen. Gibt so bestimmt Ärger, oder? Ich meine, das wäre ja quasi so eine Mission, wo man einfach rumfährt, ein bisschen Kohle eintreibt und die Welt ist alles happy. Und es funktioniert einmal frei. Ich kümmere mich drum, Sam. Bist du sicher? Na, Poli geht sicher. Rein. Okay, dann bleiben wir im Auto sitzen. Können wir aussteigen? Nein. Er kümmert sich allein um den Laden? Ah, wenn Poli geladen ist, muss er allein etwas Dampf ablassen. Man muss ihn einfach machen lassen. So ist er eben. Manchmal hört man es in seiner Stimme. Dann muss er den einsamen Wolf geben. Hält ihn glücklich. Ja? Jetzt aber, wenn er da drin viel Spaß hat. Ja, oder ewig nur verprügelt. Jeans Neffe hat gerade nicht viel Spaß. Dann gibt es kein Halten für Pauli. Wir haben mal einen Schneider in Holbrook in die Mangel genommen. Der sitzt jetzt im Rollstuhl. Naja, ist da noch was verdient, wenn ich die Leute so einen Invaliden schlag? Glaube ich wohl nicht, oder? Kann das natürlich sagen, Schneider aber sowieso oft im Sitzen. Da kommt er. Er arbeitet schnell. Gibt doch keinen Ärger da. Okay. Fahr, bevor die Bullen kommen. Wir fahren zu Bill ins Motel. Wir haben das Geld von Eugenes Neffen nächste Woche. Plus Bonus. Geht es ihm gut? Es geht ihm gut. Und die Ladentheke? Ja, hat ein bisschen Sauerei abbekommen. Viel Sauerei? Ja, kriegt er schon weg. Sobald er wieder stehen kann. Willst du wieder mit uns los, Tom? Dann gibt's noch mehr Geschichten über chinesische Neffen, die ihr eigenes Blut von Ladentheken schrubben. Ja, sieht nicht so kompliziert aus. Nicht kompliziert? Wie meinst du nicht kompliziert? Weiß nicht. Scheint euch Kerlen zu liegen. Könnte mir also auch liegen. Also könnte das jeder machen. Pauli und ich machen das hier schon seit Jahren. Dann kommst du und denkst, du weißt schon alles? Das meine ich nicht, Sam. Ich... Das ist dein erster Tag, Kumpel. Du weißt noch nicht, was wir machen oder wie wir es machen. Sam, vielleicht solltest du... Nein, Pauli. Dieser Penner glaubt, er kann den großen Mann markieren? Typen wie ihn mache ich fertig. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen, Tom. Entschuldigen, hä? Würde ich ja, wenn du dein beschissenes Grinsen besser verstecken könntest. Du hast ihn gekriegt, Sam! Du hast ihn! Ich konnte deine volle Hose von Weitem riechen. Nee, konntest du nicht. Bei Little Tonys erster Runde mit uns habe ich ihn klein gekriegt, bevor er mich durchschauen konnte. Ja, du hast dich besser geschlagen. Ja, natürlich, was ist das für eine Frage? Also. Gott, ich hasse es hier draußen. Du hast es doch überall. Verstehe. Ja, aber hier, das ist schlimmer. Warum ist so ein abgelegener Laden auf unserer Liste? Hier draußen ist der sicherste Ort für Geschäfte. Kartenspiele, für fast alles, was wir machen. Wir erwarten heute einen Haufen Kohle. Der Kerl schuldet uns viel. Wenn er es nicht hat, wird der Boss sauer. Ja, der Laden verdient gut. Oft scheffeln die Läden die meiste Kohle, von denen die meisten Leute das gar nicht erwarten. Das Motel hat seit kurzem eine neue Einnahmequelle. Letzter Stop vor Lost Heaven für Rum aus Kuba. Die fahren damit so weit? Natürlich. Und deshalb können wir so viel Geld dafür nehmen. Bills Motel ist zum Umschlagplatz für das Zeug geworden. Salieri bewacht es, aber er lässt es auch die anderen Familien benutzen. Sogar Morello? Des Friedens willen? Klar. Und es ist so weit draußen, dass es niemanden juckt. Solange alle ihren Schnitt machen, rüttelt niemand daran. Ja, solange alle mich verdienen.
Hast du einer gekriegt, dann Häuschen voll. Und Gehsteige? Bist wohl kein großer Naturbursche, Pauli. Der mag gar nichts. Drinnen, draußen, in der Stadt, außerhalb der Stadt. Ich hasse es hier. Als würden wir auf einem Feld Fusel handeln oder sowas. Man steckt immer knietief in der Scheiße. Und meistens ist es verdammt kalt und dunkel. Gut, dass wir dich jetzt haben, Tom. Du kannst alles erledigen, was Pauli hasst. Zu euren Diensten. Okay, wir sind da. Endlich. Warte hier auf uns, Tom. Okay. Wir sind gleich zurück. Okay. Wir müssen wieder warten. Scheiße, Schüsserei. Oh mein Gott, Pauli! Sag Salieri, der Laden gehört ab sofort uns. Capisch? Komm bloß nicht zurück. Sonst geht's dir noch schlechter als deinen Freunden. Oh, Sam. Sie wollen Informationen aus ihm rausprügeln. Du brauchst einen Arzt. Das kann warten. Hol Sam da raus. Okay. Okay. Okay, warte hier. Na toll, auch gesperrt. Wer hat die Aus zerstört? Ich will einen Namen. Hier oben ist einer. Wieso sollte es meins sein? Woher zum Teufel soll sie das wissen? Meine Winge. Dann geht's wieder nach vorn. Ich hab so einen blinzig Schuss rüber. Ja, ja, ja. So. War auch einer. Jetzt ist da keiner mehr. Halt. Nee. Oder beim Scheißen. Ha! Ich hätte zwar Kugeln auf ihn. Jetzt mal, geht, hast du mich da überrascht. Keiner da haben. Pumpgun. Aber 6 Schuss. Gibt da nichts rum. Schade, schade, schade. Hier kommt die Kavallerie! Okay, wo denn? Munition und eine Eva, darf ich mal sagen. Nein, 19 Eva, Entschuldigung. Da bin ich ja gleich drauf, dieser Arsch.
Ja, der Durchgang, ist das der Raum? Ja, stimmt, habe ich doch schon. Da haben wir einen Durchgang. Das ist geil zu wissen. Jemand zu Hause? Ding Dong. Geh in die Deckung! Ich zeig dir, wo der Hammer hängt! Wer kommt doch dann? Ich muss schnell verbinden, warte mal. Bevor du mir deinen Hammer zeigst. Ah, da geht's nicht weiter. Okay. Geht nichts über Schuflen. Liegt da? Für den Stadtrat stimmen wir, aber natürlich. Ich bin da so ein korrupter Bastard. Sam! Oh, die haben dich wirklich in die Mangel genommen. Komm schon, du schaffst das. Du bist ein Seehund. Ja, das ist jetzt für eine. Oh, Scheiße. Wer hat das Geld, Tom? Ich schnapp mir den Bastard. Wo ist Sam? Er ist okay. Drin. Dann hol das Geld! Ja, ja, ich bin noch schon auf dem Weg. Das ist mir mit der Familienkutschen da. Die Tommy Gun war geil. So, gute alte Tommy Gun. Ah, wenn man da im Auto sitzt, hat man unendlich Munition. Ist auch nicht schlecht zu wissen. Aus der Bahn, jetzt Chemie. Bleibt eigentlich steht da. Radler. Die Kohle aus. Klar, was es bedeutet, dazu zu gehören. Ich hätte abhauen sollen. Aber ich wollte nicht zurück in mein altes Leben. Was mit der Kohle? Normaler Tagesablauf, ja, ja. Ja, und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück. So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt's solche Zufälle? Es war als ob etwas über uns wachte.
Na, wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri einen Dollar machte, waren es bei Don Morello 10. Er schmierte Cops, Politiker, Richter. Wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der wegsah. Tja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er taucht in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Habe gehört, Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Verdammt! Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit einem seltenen Importwagen, Joey? Nein. Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin. Ja, und Uli ging dann weiter, gell? Wir glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tun nicht gut. Kann nicht mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft. Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet.
Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kann ich was zu trinken kriegen? Wenn du Zeit hast? Autosabotage. Lässt dich dein Papst zum Rennen gehen? Soll das ein Witz sein? Kommt mir vor, als würden wir die ganze Bar einpacken. Nur zur Tribüne verfrachten. Sieh dir diese halbe Portion an. Wo warst du letzte Nacht? Mit euch unterwegs. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Pauli, er hat dich heimgefahren. Ah ja. Mein Gott. Buonasera, Tommy. Buonasera. 5, 6 zusätzlich zu denen, die bereits hinter Gittern sitzen. Ja, aber das Autoklammer in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Müsst sehen. Support von euch war sehr wichtig. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal dafür. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Servus.